Hey Leute, was geht ab? Ich bin's Abigail und ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe jetzt noch weniger als 10 Minuten und dann muss ich eigentlich los zum Friseur. Also eigentlich zum Afro-Shop von meiner Tante. Dort wird mir dann jemand meine Haare machen, denn heute steht eine Haarveränderung an. Ich brauche Abwechslung, keine Lust mehr auf die kurzen Haare. Und ich fliege auch in 2 Tagen nach Kenia, da bin ich eine Woche. Und da wollte ich einfach auch mal etwas anderes haben. Ich weiß noch nicht genau, welchen Haarstyle ich machen möchte. Keine Ahnung, ich gucke gleich mal spontan. Ich habe aber auch Bock auf ein bisschen Farbe. So rot-grau fände ich geil. Ich muss mal gucken, was meine Tante alles bei sich im Laden hat. Ja, freue ich mich darauf, endlich wieder neue Haare zu haben. Ich war eigentlich gerade dabei, meine Tasche auszupacken. Und zwar habe ich mir bei Louis Vuitton eine Tasche geholt. Und ich muss ganz kurz was dazu sagen. Das habe ich auch letztes Mal in meiner Insta-Story erzählt. Und zwar wünsche ich mir diese Tasche seit einem Jahr. Aber dann war ich die ganze Zeit geil, mir die zu holen, weil die halt, ja, die ist schon sehr teuer. Und ich lege mein Handy, ich lege die Kamera mal ab. Oh. Genau, und dann vor einem Monat wollte ich mir die Tasche dann auf jeden Fall holen. Dachte mir so, okay, komm, jetzt machst du es. Im Internet dauert ausverkauft, Kundenservice angerufen, nie ist jemand dran gegangen. Einmal ist jemand dran gegangen, aber der meinte, ich kann die nicht online bestellen. Habe ich immer wieder geguckt, 2 Wochen lang, jeden Tag fast auf der Seite geguckt, war aber nie da. Da bin ich zum Louis Vuitton Shop gegangen und dann auf einmal meinte die Mitarbeiterin zu mir so, ja, hey, die Tasche ist zwar nicht hier, aber du kannst sie bestellen. Dann wollten wir die bestellen, haben alles eingegeben und kurz vor Bestellabschluss meinte sie, okay, das klappt doch nicht. Hat mich richtig geärgert, weil wir noch angestanden sind, um in den Laden reinzukommen. Und ich brauchte eben kein Portemonnaie. Dann habe ich mir einfach, weil ich im Laden war und so dachte, komm, du brauchst ein kleines Portemonnaie, habe ich mir dann einmal dieses Portemonnaie geholt. Ich finde das so unfassbar schön. Also die Mitarbeiterin meinte zu mir wegen der Tasche, ja, das ist tagesabhängig, kann sein, weil ich war am Samstag da. Dann meinte sie, kann sein, dass sie am Montag wieder da ist. Kann auch sein, dass sie am nächste Woche Sonntag erst wieder da ist. Dann habe ich am Sonntag angerufen, war wieder besetzt. Da habe ich einfach bei der englischen Hotline angerufen. Da ist jemand dran gegangen und da konnte ich die Tasche bestellen. Und die Mitarbeiterin meinte zu mir, das kann bis zu 3 Wochen dauern, aber es hat jetzt einfach mal nur 4 Tage gedauert und ich bin so unfassbar happy, wirklich. Vor allen Dingen da, wo die jetzt einfach so ausverkauft war und ich die nicht bekomme, aber da habe ich noch viel, viel mehr Lust bekommen auf diese Tasche. Und ich freue mich jetzt. Das ist jetzt meine erste Designertasche. Ich mache mir da eigentlich nichts draus, aber ich fand die Tasche einfach so, so schön und ich habe nicht mal ansatzweise eine gefunden, die so ähnlich aussieht. Und man darf sich ja auch mal gönnen. Deshalb, ich bin so, so happy. Tada! Das ist meine Tasche. Ich freue mich so sehr. Oh mein Gott. Die ist so schön. Ich habe die ganze Zeit so eine Tasche gewollt, die ich immer anziehen kann. Geil. Ah! Ich bin so happy. Ich freue mich voll. Geil. Und wie viele haben wir? Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh! Jetzt habe ich auch noch ein passendes Portemonnaie dazu, was ich hier reintun kann. Aber jetzt muss ich erstmal meine echten Haare eigentlich vorbereiten, damit meine Haare da auch gut gemacht werden können. Ich weiß, es ist die schlimmste Perspektive überhaupt, aber ich muss jetzt meine Haare schnell öffnen, weil ich habe die unter meiner Perücke immer geflochten. Und deswegen muss ich die jetzt dringend aufmachen. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für. An sich ist eh nicht schlimm. Afrikaner kommen immer zu spät. Der Termin war auch eigentlich vor einer Stunde. Aber mein Wecker hat nicht geklingelt, dann habe ich auch schon verschlafen. Oh nee, eigentlich soll ich mir da mal gleich helfen und das machen. So, hier mit meiner Brotscheibe. Aber die Tasche integriert sich sehr gut. Passt super. Graue Hose, schwarzes Oberteil, schwarze Jacke und die braune Tasche. Also besser geht's nicht. Und meine Haare habe ich jetzt erstmal so zu Zerzöpfen gemacht. Hab die jetzt eingecremt, damit die vorbereitet sind. Jetzt wird die Tasche erstmal angeschnallt. Damit ihr nichts passieren kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ihr kennt es doch, oder? Wenn man etwas neu hat, dann passt man da immer so stark auf. Auch mit Handy. Man legt das immer so mega vorsichtig in die Tasche und dann so 2, 3 Wochen später schmeißt man es aufs Bett und alles Mögliche. So, ich habe es endlich geschafft. Ich bin erst im Laden angekommen. Bei meiner Tante im Laden. Ja, hallo.
Und schaue mir jetzt gerade die Haare an, die ich dafür benutze. Und hier oben ist auf jeden Fall schon mal eine Auswahl. Unterschiedliche Farben auch. Wir haben jetzt gerade schon mit ganz viel Talent hier die grauen runtergeholt, weil ich jetzt irgendwie voll Bock habe auf grau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, entweder grau oder rot, halt einfach irgendwas bisschen Besonderes. Und ich glaube, es wird jetzt grau. Ich weiß ja nicht, ob ihr aus Mülheim oder in der Nähe kommt, aber wenn ihr noch keinen Afro-Shop gefunden habt, dann könnt ihr hier gerne kommen zu meiner Tante. Hier gibt es eigentlich alles an Essen, an Haarprodukten, an Haare für Braids. Und ich muss mich selber nochmal umschauen. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr hier. Es gibt sogar afrikanischen Stoff. Also richtig krass. Ich schreibe euch das auf jeden Fall auch mal in die Infobox. Das ist auf jeden Fall African Home Shop. Ich hatte das irgendwie falsch in Erinnerung. Früher konnte man bei meiner Tante auch Haare machen. Meine Tante meinte, das ist schon lange bei ihr nicht mehr so. Deswegen gehe ich jetzt zu einem anderen Friseurladen und lasse da meine Haare machen. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr jemand Fremdes an meine Haare gelassen. Also das letzte Mal ist, glaube ich, in Ghana gewesen, vor 8 Jahren. Und sonst hat meine Mutter immer meine Haare gemacht. Ich und meine Haare, das ist immer so, die sind mir so heilig. Ich vertraue da niemandem eigentlich. Wir filmen jetzt mal Jonas Reaktion. Oh Gott, ich bin so vollgepackt, Leute, meine Wasserflasche. Hallo, mach die Tür auf. Hi. Hi. Oh. Ja, schön. Ja? Ja, super schön. Ja, ich komme rein. Kannst du kurz die Wasserflasche von meinem Bein weg tun? Guck mal, bitte. Zwischen dem Guck mal, wie voll ich gepackt bin, eben. Und wie gefällt es dir? Richtig cool. Gut gemacht. Ja. Sehr, sehr schön. Voilà. Ich habe jetzt graue Haare und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich freue mich schon darauf, wenn die nicht mehr so eng an meiner Kopfhaut sind und nicht mehr bei jeder Bewegung wehtun und ich die dann wieder in meinen schönen hohen Zopf machen kann, denn so trage ich wohl jetzt am liebsten. Ich weiß, dass mich jetzt viele auf Insta schon gefragt haben, zu welchem Friseur ich gehe, weil ich habe gerade so eine Frage beantwortet. Da war die Frage, ich meinte, ich gehe jetzt zum Friseur, stellt mir Fragen, ich habe Zeit, und die Frage war, gehst du zu einem Anführungsstriche deutschen Friseur? Da meinte ich so, nein, war ich noch nie in meinem Leben und habe ich auch nicht vor, das würde schief gehen, vertraue eigentlich keinem meine Haare an, außer meiner Mama. Aber die ist jetzt in Ghana und deswegen musste ich heute zu einem Friseur. Aber die Friseurin ist schwarz und da habe ich mehr Vertrauen. Daraufhin haben mich sehr viele gefragt, zu welchem Friseur ich gehe. Ich werde es jetzt nicht sagen, weil ich halt nicht komplett zufrieden bin, wie mit meinen Haaren umgegangen worden ist. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber die Friseurin hat meine Afrohaare nicht so gut behandelt. Mir sehr, sehr viele Haare rausgerissen, weil sie, bei meinen Haaren ist das so, man muss sie am besten von unten kämmen und sich langsam nach oben arbeiten, weil die einfach so lockig sind, dass sie sich immer verknoten. Und sie hat einfach am Ansatz angefangen und wenn sie nicht weitergekommen ist, hat sie einfach sozusagen so krass den Kamm runtergedrückt, dass einfach der Knoten rausgerissen worden ist. Und das gefühlt bei jeder dieser Strähnen. Und ich habe so Angst, wenn ich die aufmache, dass ich nur noch, dass ein Drittel von meinen Haaren fehlt. Als sie geföhnt hat, habe ich sie gefragt, ob sie Hitzeschutz hat. Und sie meinte nein und hat dann halt ganz kurz weitergeföhnt, aber dann aufgehört, weil ich zu ihr meinte, ich föhne meine Haare nie. Irgendwann später meinte sie, ob sie meine Haare doch föhnen kann. Und sie meinte, sonst tut sie mir weh beim Kämmen, weil die ja so aggressiv kämmt. Ja, dann tut man mir auch weh. Und dann meinte ich so, ja okay, weißt du, dachte ganz ehrlich, dann soll die lieber die föhnen. Ich dachte mir so, in der Hoffnung einfach jetzt keinen Hitzeschaden zu bekommen, als dass sie mir meine Haare rausreißt. Dann lieber föhnen. Genau, und dann hat die halt geföhnt und ich habe nur gesehen, wie die so ein bisschen am Rauchen sind, sogar meine Haare. Also ich weiß, dass wenn man ein Produkt drin hat, die Haare auch rauchen beim Föhnen. Aber trotzdem hat mich das nicht unbedingt positiv gestimmt, als ich das gesehen habe. Rauchen deine Haare, wenn du deine Haare föhnst? Tja, also die Haare sehen schön aus, aber der Prozess war halt nicht so gut. Und deswegen will ich jetzt keine Empfehlung machen, weil ich halt jetzt nicht unbedingt so zufrieden bin. Also die besten Haare, die besten Braids macht sowieso meine Mutter. Also wenn ihr aus NRW kommt und gute Braids haben wollt, dann schreibt mir gerne bei Instagram, dann kann ich euch meine Mutter weiterleiten, den Kontakt geben. Aber ich rock jetzt erstmal die Braids. Ich mache mir jetzt nicht Gedanken, wie meine Haare danach aussehen werden, weil sonst fange ich an zu weinen. Ohne Spaß. Während ich das so gemerkt habe, ich habe das auch gehört, wie meine Haare brechen. Das ist das Schlimmste, wenn du kämpfst und du hörst so krr, krr, krr. Und ich habe das die ganze Zeit gehört. Ja, und auf diese Story, die ich da gerade vorgelesen habe, hat mir eine geschrieben, rassistisch. Da kann ich schon den Kopf schütteln. Und alleine, ihr habt mir gerade so viele Antworten geschickt. Wir sind sie gerade auch alle am Durchlesen. Ganz ehrlich, es ist einfach Fakt. Also
Ihr merkt ja jetzt auch, dass ich auch bei einer schwarzen Friseurin war und sie selber mit meinen Afrohaaren nicht richtig weiß, wie sie umgehen soll. Also, wenn eine Schwarze das nicht mal weiß, dann wird eine weiße Person mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht wissen. Und so viele Leute auf meinem Umfeld, der zum Beispiel Halbschwarze, die ja eher dann zu einem deutschen Friseur gehen, weil die nicht so krasse Locken haben, haben mir auch schon so gesagt. Danach hatten die entweder Hitzeschaden. Die meisten Leute haben einfach mit Afrohaaren bei deutschen Friseuren schlechte Erfahrungen gemacht. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern einfach mit Erfahrung. Die lernen in der Friseurschule mit Puppen, aber auch mit lebenden Menschen. Und die lebenden Menschen haben glatte Haare oder eher europäische Haare. Und ist ja klar, dass man da nicht so weiß, wie man mit Afrohaaren umgehen soll. Also ist ja gar kein Vorwurf, aber deswegen gibt es ja auch Afro-Friseure, ne? Und ich glaube auch, dass unter euch jetzt die Leute mit europäischen Haaren bestimmt auch jetzt noch nicht so oft bei einem Afro-Friseur waren. So, deswegen, das ist genau das Gleiche. Und voll rassistisch. Ja, genau, das ist voll rassistisch, dass ihr nicht zu einem Afro-Friseur geht. Das finde ich ja mal so schlimm. Ja, naja. Ja, ich habe die Haare mir jetzt hauptsächlich für die Kenia-Reise gemacht. Ich bin da mit Jonas. Jonas wird mich begleiten. Und wir sind damit gemeinsam für Afrika, fahren wir nach Kenia und schauen uns das mal alles an. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen in meinen Stories. Anna, Maria, Adam, Katz ist dabei, Hatice ist dabei, Yannick ist dabei. Und wenn ihr euch auf jeden Fall dafür interessiert und einfach auch sehen wollt, wie es so in Kenia ist, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Heißt Abigail&M und dann einfach die Reise begleiten und mitverfolgen. Ich hoffe, euch hat der Anführungsstriche Vlog gefallen. Es war eigentlich echt nur so, ich will euch auf jeden Fall bei meiner Haartransformation mitnehmen, Vlog und euch meine Tasche zeigen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt mir doch gerne mal, was ihr von meinen Haaren haltet, wie ihr die Farbe findet, wie ihr die Länge findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe in nächster Zeit sehr, sehr coole Videoideen. Und ich habe auch schon Sachen dafür bestellt, ich habe auch schon eins gedreht. Also macht die Glocke an und schaut einfach regelmäßig vorbei. Also angepeilt ist immer sonntags. Und genau, dann see you later. Alligator.